Herzlich willkommen zum 10. Gemüsepfannen-Podcast. Wir sind endlich Hallo. Zweistellig und damit begrüße ich meinen Co-Moderator Tom Arter. Grüß dich. Hallo Arti, schön, dass ich hier bin. Ja, Glückwunsch zur 10. Folge. Das war easy. Ja, bis zum Dreistelligen, das wird ein harter Kampf, aber den nehmen wir gerne an. Ja, wir sind jetzt bei Folge 3 unserer Wahlwerbespots-Analyse. Genau, wir schauen uns insgesamt 33 Wahlwerbespots von Parteien an, die sich zur Berliner Wahl zum Abgeordnetenhaus stellen im Jahr 2023. Das ist ja diese Wiederholungswahl aus 2021. Und wir haben zuletzt einen Spot von Die Linke geschaut und jetzt sind wir offensichtlich bei Die Grauen, ja? Genau, also beziehungsweise wir schauen uns nur das an, wo wir was gefunden haben. Aber ach so, das es sind gäbe noch mehr Parteien, aber wir haben nicht für alle Parteien Videos gefunden. Genau, irgend so eine Bibelpartei gab es zum Beispiel. Und, naja, die großen Player, wobei die FDP ja. Habe ich jetzt immer noch nicht gefunden. Also die wollen wohl wirklich nicht einziehen, ich weiß es nicht. Vielleicht bist du besser und kannst im Hintergrund mal schauen, ob du was findest. Aber, stimmt. Ja, irgendwie das, was ich gefunden hatte, den Link, den gibt es nicht mehr. Egal, die Grauen, aber nicht die Grauen Panther, das muss man wissen. Und schauen wir uns das mal an hier. Viel Spaß. Auch sollte Bildung nichts kosten. Unsere Schüler, Lehrer und natürlich auch Erzieher benötigen unsere Unterstützung. Und deshalb B für bessere Bildung. Ich bin Umweltunterstützer und fordere, dass Solar- und Windenergie deutlich besser gefördert werden. E für Energiewende umsetzen. Wir als Rentner werden von der Politik ständig vergessen und das an jedem Ende. Diese Missstände müssen aufhören. R für Rentner nicht vergessen. Als Mieter möchten wir hier wohnen bleiben. Die Mieten müssen bezahlbar sein. L für landeseigene Wohnungen. Ich als Bürger stelle viele Lücken in der Sicherheit fest. I für innere Sicherheit. Ich als Schülerin wünsche mir Digitalisierung statt Schwerschleppen. Auch im Alltag wäre es hilfreich. N für notwendige Digitalisierung. Wir stehen für Berlin. Machen Sie uns stark, damit es Ihnen besser geht. Und achten Sie bei der Wahl auf unseren Listenplatz. Ja, puh. Also das fand ich irgendwie sympathisch, weil das hatte sowas von, ich weiß nicht, ob du das kennst aus den USA, da gibt es ja irgendwie in jeder kleinen Stadt, da haben die ganzen kleinen Unternehmen so eigene Fernsehwerbespots, die dann immer ganz billig gedreht sind. Und sowas hatte das hier auch, also wirklich... So sind so die Leute von um die Ecke gewesen, als Schauspieler hier, sag ich mal, oder als Darsteller, nicht als Schauspieler, und haben halt gesagt, was sie wollen, also zum Beispiel jetzt bessere Renten oder Energie. Der war auch sehr, wie soll ich sagen, sehr lebhaft, wie da stand vor den Windrädern, ich wünsche mir bessere Energie. Das war so ein bisschen wie bei IA bei Winnie the Pooh. Ich weiß nicht, ob es sich guter Vergleich, an den erinnert. Also ich kann mit dem Parteinamen gar nichts anfangen. Also ja, also der Parteiname ist wirklich grau, also im wahrsten Sinne. Ja. Farblos, der ist farblos. Ja, die hätten sich auch Graupelschauer nennen können, das wäre genauso positiv besetzt gewesen. Das ist, also nee. Ja, gut. Dass da jetzt Berlin rauskommt, ist ganz süß gemacht gewesen, glaube ich, so 6 Kernforderungen da abzuleiten. Ja. Ja, es ist halt letztlich, eine Kleinstpartei. Also deswegen habe ich das auch gesagt, das erinnert mich eben an solche kleinen Unternehmen aus den USA. Ich belächle es jetzt eher, also ich Aber weiß das nicht. Haben halt auch, also wo ist jetzt das Alleinstellungsmerkmal von denen? Also alles, was sie gesagt haben, geht für meine Begriffe zumindest in der Linken zum Beispiel auf oder in den Grünen ja auch irgendwie, ne? Da war jetzt ja nichts, wo ich sage, oh, das haben die anderen das aber nicht. Ja, sicher, das haben wir ja schon bei vielen dieser kleinen Parteien gemerkt, finde ich. Also, dass viele Parteien eigentlich auch von anderen abgedeckt werden. Ja, also wofür sind die dann da? Verstehe ich nicht. Ja, wofür sind die da? Naja, ich meine, wir können uns vielleicht freuen, dass die anderen Parteien Stimmen abgraben. Das ist das Einzige. Hm. Das sind nämlich alles U-Boote von uns. Der hier vor allem mit der Glatze, also. Ja, der sieht doch schon rechts aus, natürlich. Die Fassade steht, aber die Glatze verrät ihn. Das ist ja, und dann steht er hier noch vor so einem nationalistischen Symbol.
Also vom Brandenburger Tor. Stimmt. Also das ist bestimmt der übelste Hardliner, der Typ. Wie ist das bei unserer Verteidigungsministerin, Ex-Verteidigungsministerin? Die hatte da auch in Berlin sich da vor historischer Kulisse in Szene gesetzt und das, ja, oder so ähnlich. Und ja. Das könnte man ja hier auch. Ja, ja. Vor nationalhistorischer Kulisse in Szene gesetzt. Ja. Ja gut, Listenplatz 25, ne, was willst du machen? Ja. Aber wie du schon sagst, es wirkte sympathisch, weil halt so, ja, es von unten kommt. Ne? Genau, es kommt von unten. Es ist halt unfassbar authentisch, muss ich sagen. Also hier wirkt nichts gefaked an diesem kleinen Minispot. Die Leute sind so, wie sie sind. Also das, was sie sagen, vielleicht, also diese Rentnerin auf der Bank, das wirkte halt schon sehr, aber ja, es ist okay. Ganz natürlich kriegt man es hin. Ja. Gut, dann haben wir jetzt als nächstes. Oh, das wird dir nicht gefallen. Da, ehe ich jetzt mich in die Nesseln setze, erzähl 2,50, die deutschen Konservativen. Oh, das ist aber lang. Jetzt musst du sagen, Cut oder nicht Cut? Naja, also wir behandeln das schon, aber ich würde schon mal sagen, wir machen das nur bis zur Hälfte oder so. Also solche Langspots, da habe ich auch immer das Gefühl, auch bei LKR war das letztens, da hat man eigentlich schon das meiste begriffen nach der Hälfte. Gut, ich mache mal schneller und... Mach mal schneller. Und dann gucken wir mal bei der Hälfte, wo wir stehen, ja? Genau. Entschuldigung. Ich glaube an die Unantastbarkeit und an die Würde jedes einzelnen Menschen. Ich glaube, dass allen Menschen von Gott das gleiche Recht auf Freiheit gegeben wurde. Lass es bitte an. Lass es bitte an. Ich verspreche jedem Angriff auf die Freiheit und der Tyrannei Widerstand zu leisten, wo auch immer sie auftreten mögen. Das ist ja wirklich. Ich muss mich muten. Berlin ist schön. Oder sehen Sie das anders? Wie sozial ist Berlin unter Rot-Rot geworden? Unverändert hohe Arbeitslosigkeit. Die Mieten sind unter Rot-Rot im Schnitt um 27% gestiegen. Unverantwortlicher Stellenabbau bei Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften. 15% aller Berliner leben unterhalb der Armutsgrenze. Tendenz steigend. Bin ich noch gemutet bei dir? Soll ich es auslaufen lassen? Nee, jetzt haben wir tatsächlich den Punkt erreicht, wo ich sage, wir haben alles gesehen, aber... Warte, ich mache noch kurz die Spitzenkandidaten mit ihren Fahndungsfotos. Nur ganz kurz, du hast vor uns gemeint, du machst mich stumm. Was? Nee. Ich hoffe... Achso, sorry, da habe ich dich missverstanden. Ich fand das nur sehr lustig und habe hier einfach mal lauthals reingelacht. Also wie schon wieder Spot losging, gemacht, erstellt mit Animator. Genau. Und dann diese Überblendung, also wirklich so wie in einer PowerPoint-Präsentation, dass dann von rechts, von links oben das nächste Bild so reinkommt. Ja. Also das hatte hier so ein Boomer-Spaßfaktor für mich hier, dieser Spot. Absolut geil. Ja, und dann dieses Bild, was du gerade auch da hast, mit diesen zwei Kandidaten, wo erstmal viel zu viel Text ist für so einen Spot, den man in der Kürze der Zeit gar nicht lesen kann. Da steht sogar noch Spendenkonto links unten und Postfachtelefonnummer. Also, das ist so eine geile Boomer-Partei. Geil. Also ich feiere den Spot deswegen. Ich fand ihn unfassbar lustig. Und ich muss natürlich sagen, natürlich inhaltlich war das ja auch groß. Also ich fand es geil, dass die hier am Ende sogar noch Klimakleber gezeigt haben. Und
so ein Typ aus der Berliner Silvesternacht, der da rumballert. Also das Thema innere Sicherheit ist da groß. Was man sich halt fragen muss, naja, wozu braucht man diese Partei, Deutsche Konservative? Warum sollte man nicht einfach AfD wählen? Jetzt dann drei Sachen. Also erstmal, ich habe gesagt, ich muss mich selber muten, weil ich zu sehr gelacht habe. Achso, nee, du kannst so gerne mitlachen. Also, das ist auch super. Ja, was ich gut fand, war irgendwo hier 26 blockierte Rettungswagen. Also da geht es schon um Leben und Tod sozusagen. Ja. Dass man das nochmal unterstreicht, das war gut. Ja, wie du schon sagtest, die graben uns die Stimmen ab. Also uns in Anführungsstreichen. Ja, das ist jetzt mal die UNO-Reverse-Card, was jetzt hier die Sozialistische Gleichheitspartei mit der Linken macht. Ja, macht genau, diese, oder die Urbane. Genau. Und also, ganz ehrlich, wenn ich das hier so sehe, ja, ja. Ich glaube, das sind Trolle oder U-Boote, wie man es auch immer nennen möchte. Also das ist hier so der Ableger von einem gewissen Alex, in meinen Augen. Also, du denkst, das sind hier V-Männer oder was? Nein, nicht V-Männer. Nö, nicht unbedingt. Das könnten ja auch, jetzt ganz böse geschwurbelt, könnten auch irgendwelche Linken sein, die sagen, wir tun so, als würden wir jetzt hier konservative Partei machen, damit die AfD halt dann weniger Stimmen bekommt. Keine Ahnung. Ja? Ganz ehrlich, also, weil guck dir diese Leute hier an, was ja, soll das? Das sind wie Fahndungsfotos. Also, ja, das sind wahrscheinlich auch die zwei einzigen Mitglieder dieser Partei. Halt auch so eine Trollaktion sein. Ne? Also, nee, ich glaube eher, das sind so Skat-Kumpels, die jetzt gesagt haben, oh geil, willst du eine Oma Deutschland regieren? Und dann so, oh cool, ja, mach mal. Komm, da gründ mal eine Partei. Naja, also Skat spielt man mindestens zu dritt. Da fehlt noch einer. Und, geht Doppelkopf nicht zu zweit. Ich oute mich jetzt als Skat-Laie. Nein, Offizierskat geht zu zweit. Aber ich will mal sagen, was du sagst, das willst du nicht auch mal Deutschland führen. Da sind Polizeieinsätze mit ein paar tausend Leute schon für weniger oder sagen wir mal für gleichwertiger ausgelöst worden. Naja, ich meine natürlich auf demokratisch gewählte Art und Weise Deutschland regieren. Ja, ja, ja. Und dann sagt man sich halt, ja geil, dann gründen wir eine Partei, nennen die Deutsche Konservative. Also es ist halt einfach lustig. Es ist unfassbar. Das ist also wirklich vor allem diese Berg- und Talfahrt hier zwischen diesem PowerPoint, ja, hier. Und vor allem so viel Text. Das ist genauso die Art, wie es irgendein Boomer, wie es zum Beispiel mein Vater, Bilder in WhatsApp rumschickt. Also, ja. Das ist so ein typisches WhatsApp-Statusbild. Ah, und das hier? Ja, und dann auch diese fand diese ich ja richtig geil. Diese altmodischen Memes quasi. Ich glaube, das müssen wir einem gewissen Kinderspielzeug aus dem Forum schicken, wenn du verstehst, für seine Zeitung. Ja. Sie plündern Deutschland. Ach so, das war jetzt für eine gewisse Zeitung, ja, du verstehst. Ja. Ja. Aber Grüne, nein, danke, dieser Sticker auch. Also, Und dann hört diese PowerPoint-Schulpräsentation auf einmal auf und geht ins Bewegtbild über. Ja, genau, und auf einmal mit Ton. So, what the fuck? Das hat mich übelst geflasht. Herrlich, einfach herrlich. Ah, nee. Ja, und dann halt hier diese Silvesternacht. Also, es war wirklich ein Auf und Ab. Ja, und ganz wichtig, erstellt mit animator.de. Ja. Das möchte ich nochmal betonen. Genau, das blenden wir nochmal ein für dieses Qualitätswerk. Ja, genau. Oh, das ist geil. Wichtig, Video machen, nicht PowerPoint-Präsentation, ja, genau, machen, sondern Video machen. Kenner wissen übrigens, dieses Video wird auch mit animator.de gemacht, das, was ihr gerade seht. Ja, wir haben nur bezahlt, dass man das Wasserzeichen nicht sieht. Genau, wir sind Premium-Kunden. Nee, wir sind Premium-Kunden bei animator.de. Also, ich habe ja auch WinRAR gekauft, das ist wichtig. Ja, klar. Ja. Eigentlich muss man dazu sagen, es ist ja animator.de. Also das macht null Sinn, auch Animator falsch zu, na egal. Ah, Ja, nach dem kleinen Schmankerle zum Einstieg. Mal gucken, ja, jetzt kommen bestimmt die Schwergewichte. Oh, CDU, oder? CDU. Ah, und hier ist sogar das Video noch da. Wie gesagt, Ich habe keinen direkten Spot gefunden, aber wir gucken mal, was das jetzt hier ist. Ja. Guten Tag. Kai Wegner ist mein Name. Ja, ich kenne sie. Es geht drei Minuten, was denkst du? Gehen Sie wählen? Nach anderthalb Minuten machen wir Schluss.
Straßenwahlkampf mit dem CDU-Spitzenkandidaten Kai Wegner in Lichtenrade. Ein Stadtteil jenseits des S-Bahn-Rings. Wegner weiß, hier trifft er eher auf Menschen, die bisher CDU gewählt haben. An diesem Nachmittag kommen hauptsächlich Ältere vorbei. Das Gesprächsinteresse hält sich in Grenzen. Also Winterwahlkampf ist schon anders. Kai Wegner gehört zu den Urgesteinen der Berliner CDU. Er ist 50 Jahre alt, im ehemaligen Westberlin geboren, geschieden, neu liiert und hat 3 Kinder. Er ist gelernter Versicherungskaufmann. Wegner hatte schon viele politische Ämter inne. Er war Landesvorsitzender der Berliner Jungen Union, später Generalsekretär, Bundestagsabgeordneter und nun Spitzenkandidat. Umfragen zufolge könnte die CDU stärkste Kraft werden und möglicherweise regieren. Dafür würde Kai Wegner mit der SPD und den Grünen verhandeln. Sie wollen mit den Grünen verhandeln. Wissen Sie, was die Grünen gesagt haben? Ungehorsam ist in einer Demokratie erlaubt. Das heißt also, die Kleber und alles ist erlaubt. Also man sieht das ja am besten mit der Friedrichstraße. Da hat das Gericht entschieden, dass sie das öffnen müssen. Da setzt sich die Grüne einfach drüber hinweg, macht Schilder an. Also sie halten von der Demokratie gar nichts. Mit denen können sie einfach nicht verhandeln. Ich will einen Wechsel in dieser Stadt. Und deswegen kann ich auch Verhandlungen, Gespräche mit den Grünen nicht ausschließen. Aber, und das habe ich ja gerade gesagt, das haben Sie auch gehört, viele Positionen der Grünen, die gerade so in den letzten Wochen jetzt auch immer wieder von Frau Jarasch, Friedrichstraße, flächendeckendes Tempo 30, Tempo 5, Halbierung der Parkplätze, all das ist mit mir nicht zu machen. Ortswechsel. Ich würde sagen, damit schließen wir es mal kurz ab. Es gibt Glühwein und Früchtepunsch. Hier Nein, du willst das noch weiterschauen. Aber gut, ist ja nur ein Fernsehbericht. Man muss dazu sagen, ich habe auch bei der FDP tatsächlich jetzt nach einiger Suche auch keinen Berlin-Spot gefunden, also keinen Wahlspot zur Berlin-Wahl. Das ist schon krass, dass diese großen Parteien es nicht für nötig halten, einen Wahlspot zu machen zur Berlin-Wahl. Du bist übrigens vielleicht stumm geschaltet, ich höre dich zumindest nicht. Alles gut. Also nicht mal so ein Minutending zum Kandidat vorstellen, ne? Das ist erstaunlich, ja. Ja, gut, und der Spot jetzt, naja, der macht halt Wahlkampf, also ich kann jetzt über den Menschen deswegen wenig sagen. Was ich halt interessant fand, eigentlich nur, was jetzt dieser ältere Herr angesprochen hat, der offensichtlich so der CDU-Wähler-Kandidat ist schlechthin. Weißt du, ein alter Mann, der irgendwie schon immer CDU gewählt hat und der genau. Immer wertkonservativ ist. Und der sagt dem hier so ins Gesicht, tun Sie doch bitte nicht mit den Grünen, verhandeln nicht mit den Koalieren. Das klappt nicht. Oder das ist nicht eine Partei, die für dieselben Werte steht, wie ich stehe. Aber, und der sagt jetzt hier, ja, ich bin für einen Wechsel und so. Aber wir wissen doch alle, wie es am Ende läuft. Der wird sich am Ende, wenn die Gelegenheit günstig ist, darüber hinwegsetzen. Über diesen Wunsch jetzt. Und trotzdem am Ende einfach mit den koalieren, so wie hier in Sachsen, wo die CDU mit den Grünen koaliert. Er hat das dem Alten ja sogar auch schon ins Gesicht gesagt. Ich würde trotzdem mit den koalieren, aber bei der einen Sache, die Sie da angesprochen haben, wäre ich natürlich der Hardliner. Zwinker. Ja, ja, also ja, das zeigt doch diese Beliebigkeit der CDU. CDU ist einfach nur die Grünen in Schwarz. Also an den Rentner, falls er jemals hier zusehen sollte. Wähl die Grauen Panther. Wirklich, wähl die Grauen Panther. Also wenn du wirklich jemanden ja. suchst, der wirklich deine Interessen vertreten soll und will und die das auch wirklich genuin wollen, wähl die. Ja, oder die AfD. Tut mir leid. Ja, die, ja, zu denen kommen wir noch. Das klingt wie eine Drohung. Ja, hast du hier noch dazu was zu sagen? Ja, ist schade. Ich meine, CDU ist eine große Partei. Aber es ist halt sehr beliebig. Warte, eine Sache, die mir noch einfällt, was mich doch jetzt sehr gewundert hat, dass diese Moderatorin meinte, es stünde an, dass vielleicht die CDU stärkste Kraft wird in Berlin. Also das hat mich jetzt doch sehr überrascht. Ich dachte, ja, ich glaube, in dem Stadtteil da, wo er da kandidiert für. Ach so, das ja, das könnte klar sein, ne? Ist ja so eine Stadtabgeordnetenwahl. Ah, okay. Deswegen, bei den Grünen zum Beispiel, habe ich ganz viele Spots gefunden von irgendwelchen Randbezirken halt auch, aber ich habe dann diese Hauptkandidaten da genommen. Ich hoffe, das Ding gibt es noch. Die haben sogar Spots für Bezirke, für eigene Bezirke haben die Spots und die FDP und CDU schaffen es nicht. Also die stellen halt alle ihre Kandidaten davor, so wie ich das mitbekommen habe. Ich habe halt kein TikTok so richtig, aber ja. Ja. Genau. Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich zu dem Typen hier sagen soll. Es ist halt, ja. Er wirkt halt farblos jetzt. Genau, farblos ist ein schönes Wort. Ja.
Ja, also können wir jetzt weder was kritisieren für dich noch loben bei dem. Es ist halt Ja, also irgendein. kritisieren würde ich, dass er sich mit dem Grünen ins Bett legen will. Also, Ach so, na, das haben wir ja schon ne? gemacht, meine ich. Aber Und jetzt bei ihm abseits persönlich so, davon. sonst davon, ja. Ja, ist halt so der Typus Parteisoldat, wenn ich mir Ja. diese Collage anschaue, wann er da rein ist und so. Also, pff, kein Mitleid. Ja. Ganz kurz noch, wir hatten ja jetzt diesen Spot hier und ich sehe gerade über den Sebastian Zaja von der Berliner FDP, da gibt es auch so eine Art Interview, was 3 Minuten geht. Wollen wir das vielleicht noch einstreuen, der Fairness halber, vielleicht 1 Minute gucken Ja, gerne, das oder hatte ich so? eigentlich eingebunden, aber irgendwie war der Link ja Ach kaputt. so, Die ach, haben das okay. also bewegt irgendwie. Gut, dann schicke ich dir das über Ne? den Direktlink. Genau, das kannst du in Edge dann mal bitte zeigen. Ja, dann haben wir auch die beide abgedeckt, die Parteien, obwohl sie keine eigenen Spots haben. Aber ich meine, das sind nun mal mit die größten Parteien, so viel Fairness muss dann schon noch Ach, sein. sie ist mal auf YouTube gelandet, okay. Das ist auf, ach so, ja, das ist auf YouTube gelandet. Gut. Und wir schauen mal so 1,5 Minuten rein, würde ich sagen, wieder. Das ganze Interview müssen wir nicht sehen. Du kannst auch gerne die Geschwindigkeit erhöhen. Und Bin dann gucken wir dabei. einfach. Gut, dann jetzt Wunderbar, danke sozusagen sehr. der Nachtrag, die FDP. Die Berliner FDP zieht zum dritten Mal mit Sebastian Schaja als Spitzenkandidat in die Abgeordnetenhauswahl am 12. Februar. Die Delegierten eines kleinen Parteitags kürten den 39-Jährigen am Mittwochabend einstimmig zum Spitzenkandidaten. Schaja sagte in seiner Rede: Am Ende standen wir immer stärker da. Am Ende standen wir immer stärker da und heute stehe ich vor euch, weil wir gemeinsam dafür gesorgt haben, dass wir in dieser Stadt Dinge voranbringen. Anschließend beantwortete der Spitzenkandidat die Fragen von TV Berlin. Herr Chai, sind Sie jetzt zum dritten Mal Spitzenkandidat gewählt worden? Wie fühlen Sie sich? Ja, ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das mir erneut ausgesprochen wurde. Das ist aber auch eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe und insoweit nehme ich die Verantwortung gerne an. Ich fühle mich gut, ich freue mich auf den Wahlkampf und die Auseinandersetzung mit dem politischen Wettbewerber. Die FDP liegt bei den Wahlumfragen zwischen 5 bis 8%. Was ist Ihr Wahlziel? Unser Wahlziel ist, das Wahlergebnis von 2021 zu verteidigen und auszubauen, das heißt 7% plus, weil damit können wir in diesem Parlament sehr deutlich machen, dass ein politischer Wechsel mit den Freien Demokraten möglich wäre. Mit welchen Themen wollen Sie die Wähler überzeugen? Ich glaube, das Grundproblem aller Probleme ist die Berliner Verwaltung. Die wollen wir angehen, modernisieren. Wir machen dazu sehr klare Vorschläge, indem wir sagen, die Bezirksämter sind abzuschaffen, weil wir Doppelzuständigkeiten auflösen wollen. Wir möchten die Bürgerämter vor Ort stärken, damit es wieder einen echten Bürgerservice gibt. Und wir möchten vor allen Dingen entbürokratisieren, weil uns das im Alltag natürlich massiv belastet in all den Fragen, bis hin zur Frage des Wohnungsbaus, der dringend notwendig ist in Berlin. Wie beurteilen Sie die Arbeit der jetzigen Regierung? Hat diese Regierung überhaupt noch eine Chance, in Berlin zu regieren? Diese Regierung hat eins sehr beständig gemacht. Sie hat in Berlin die Konfrontation der Berliner und Berliner organisiert zwischen Vermietern und Mietern, was jetzt ja in einen Volksentscheid gemündet ist, wo über Enteignung abgestimmt wurde und nunmehr auch dieser Senat anscheinend der Auffassung ist, man müsse in Berlin Enteignung vorantreiben mit einer Kommission. Mit uns wird es keine Enteignung in Berlin geben. Wir wollen eine Verkehrspolitik machen, die dazu beiträgt, die Interessen auszugleichen, statt sie gegeneinander auszuspielen. Auch da hat dieser Senat nur Stress und Druck in der Berliner Gesellschaft organisiert. Das wird soll beendet werden. Und insoweit ist mein Zeugnis nicht gut für diese Landesregierung, weil sie am Ende den sozialen Frieden, den sozialen Zusammenhalt nicht gesucht hat, sondern die Stadt eher in vielen Fragen auseinanderdividiert hat. Und das wollen wir beenden mit einer echten Reformkoalition, die ein gemeinsames Ziel und eine gemeinsame Vorstellung von Berlin hat, die ich derzeit zwischen SPD, Grünen und Linken nicht finden kann. Ja, sorry, ich habe es jetzt mal laufen lassen, weil Ach nein, ist okay, das, ich ich fand es mal meine. ganz interessant, dass waren nämlich mal direkt konkrete Punkte mal angesprochen Muss ich wurden. auch Ne? sagen, muss ich auch sagen. Und die Punkte kamen ja erst am Ende, also gar kein Ding. Ja, mich hat vor allem überrascht, dass er wirklich so ein bürgernahes Thema anspricht wie Bürgerämter, dass er da was verbessern will, den Service. Er will vor allen Dingen Verwaltung abbauen. Also das hört man ja Genau. von anderen Parteien überhaupt nicht. Da ist es ja eher das Gegenteil. Genau. Aufbauen, 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 ausbauen. Ja. Jetzt hat er gesagt, eine bessere Verkehrspolitik. Ja, gut. Was immer das dann noch heißt, ja. Was immer das heißt, in der Kürze der Zeit konnte er das jetzt natürlich nicht ausbreiten. Was ich jetzt nur aber kritisieren muss, ist, dass er sagt, ja, wir wollen eine Reformkoalition, wir sind gegen Enteignung und die haben das und das schlecht gemacht. Aber wir wissen doch alle, wie es bei der FDP läuft. Wenn die Chance haben, an die Macht zu kommen, das sehen wir doch auch auf Bundesebene, dann machen die bei allem mit, was Grün und Rot diktiert. Also, Ja. die Hauptsache, die sind irgendwie dabei und regieren irgendwie mit. Aber so richtig eigene
eigene Handlungsansätze sehe ich da wenig bei der FDP. Also die FDP ist für, also jetzt mal so für die jüngeren Wähler, nach meiner Erfahrung nach so, die wählt man einmal, ja, weil man nicht grün wählen will, weil man irgendwie so halt so ja, schon diesen Freiheitsdrang hat oder wie man das auch mal fassen möchte. Mhm. Dann wählt man die und dann merkt man genau das, was du gerade umrissen hast und ja, dann ist man davon geheilt. Und so kriegt die FDP ab und an mal gute Zahlen und dann wieder schlechte Zahlen. Genau, und dann kann es ja auch durchaus bis, mal sein, wie bis letzte wieder so eine Generation nachgewachsen ist, die... Genau. Ja. Und deswegen hat es zum Beispiel die FDP ja letzte Legislaturperiode tatsächlich geschafft, aus dem Bundestag zu fliegen. Und das, nachdem sie mit Schwarz-Gelb eine Zeit lang nicht allzu lang davor in der Regierung war. Da wurde sie hart abgestraft. Was halt schade ist, dass es jetzt wieder reingeschafft hat und sogar recht stark. Also ja, die Dummen wachsen halt auch nach, muss man ehrlich sagen. Oder die Leute sind dann doch vergesslich. Also die FDP ist für mich tatsächlich so, ja, ich würde schon fast sagen, so ein bisschen die Hasspartei schlechthin. Weil, oh ja. Ja, weil das ist die Partei, finde ich, die der AfD am gefährlichsten ist. Ich kenne nämlich wahnsinnig viele Leute, die FDP wählen, die aber eigentlich einfach nur AfD-Wähler sind in Feige. Wenn ich mich mit denen unterhalte, dann lassen die nur AfD-Positionen ab. Vor allem aber, teilweise auch noch härter. Teilweise noch härter, genau. Aber ja, wenn ich sie dann darauf anspreche, naja, warum hast du denn nicht AfD gewählt? Naja, aber die sind doch immer im Fernsehen, die sind so extrem und der Björn Höcke ist doch so böse und aber und es gibt doch nicht nur schlechte Ausländer und also du weißt, was ich meine. Mhm. Und ja, und damals mit dem Holocaust, sowas kann man doch nicht wieder wollen. Also da kommen dann die verrücktesten Sachen wirklich. Das Normi-rechte Gebet. Das Normi-rechte Gebet, genau. Das, was dir vom ZDF eingeprügelt wird. Und genau diese Leute sind halt nämlich die Leute mit konservativen AfD-Positionen, die halt Fernsehen schauen. Also ich denke da jetzt ganz bewusst an so 4-5 Leute in meinem Leben, die halt FDP da wählen. Und alle haben gemeinsam, dass die eben Fernsehen schauen und sich davon beeinflussen lassen. Und die es nicht tun, die nicht Fernsehen schauen, die sind dann so unbeeinflusst und gehen gleich zur AfD. Also das, wofür man der FDP vielleicht so ein bisschen Kredit geben muss, waren diese Schwarz-Weiß-Werbespots vom Lindner. Also die waren sehr, sehr gut gemacht tatsächlich. Also das... Fandest du, ja? Ja, das hat damals die Erstwähler gut abgegriffen. Wie gesagt, die werden die nicht nochmal wählen, aber weil die FDP halt rumkackt, wie sie es immer tut. Eigentlich total unverständlich, aber... Kannst du in dem Video nochmal bitte zu Sekunde 10 oder so gehen und dann also pausieren? wo der Typ vor der Bühne steht. Du weißt vielleicht, was ich meine, oder? Weiter. Ja, noch ein Stück. Ja. Also, das, ich musste hier so lachen, weil das ist für mich so das Bild von dem FDP-Mann schlechthin. Hier, wie er da steht in seinem weißen Rollkragenpullover und dieses Jackett und dazu noch dieses Mikrofon. Also er sieht halt einfach aus wie ein Versicherungsverkäufer. Also genau so stelle ich mir irgendwie so ein FDP-Schönling vor. Ich meine, er ist auch durchaus ein attraktiver Mann, das will ich ihm lassen, aber halt wirklich dieses Blasierte, dieses Aalglatte. Also das ist wirklich so ein Verkäufer, der bei dir an die Tür kommt und klopft, ja, ich habe hier ganz spannende Angebote für Sie, Herr Müller. ganz halt, spannend. Halt auch so ein Vertreter, der mit 200 auf der Autobahn heizen muss, damit er es zum nächsten Termin schafft. Ja, genau. Und der dann in seinen Telefonhörer da brüllt, verkaufen oder irgendwas. Übrigens, kleines Schmankerl hier rechts. Also das ist da nicht so lustig. Naja, du siehst ja dann, wo sie sozusagen tagen. Also es ist ja nicht so das Fünf-Sterne-Hotel. Also, Lokalität war ja auch recht klein. Der FDP geht es schon nicht gut in Berlin. Aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, wenn man so in den Saal geguckt hat, dass viele junge Gesichter zu sehen waren. Auch Frauen. Also das hat mich doch positiv überrascht. Ah gut, das ist tatsächlich auch so ein Ding, weil wir vor uns bei Kax waren. Die FDP ist halt leider auch für viele Frauen attraktiv. Also AfD wählen könnten und die dann sagen, naja, nee, ich bin ja konservativ, aber nicht so schlimm. Also so schlimm bin ich nicht. Ich wähle hier die FDP. Das ist der Lindner oder der Chaya-Effekt? Ja.
kommen wir nochmal? Hat man ja irgendwo der Chaya-Effekt. Hieß er jetzt Chaya oder Zaya? Naja, egal. Er wird es uns nachsehen, wenn wir seinen Namen nicht ganz richtig aussprechen. Das wird ihm bestimmt auch oft passieren. Ach, guck mal, ja. Übrigens, der Typ rechts sieht da genauso aus wie er, der ihm gerade die Blumen gegeben hat. Bist du genauso das Gleiche mit diesem Rollkragenpullover und das Jackett drüber? Genau, das ist so die Uniform der FDP. Die Kleidung, ja, genau, ja. Total geil. Der Anzug muss 500 Euro aufwärts kosten. Ja, genau. So. Sonst fliegst du raus. Ja, das ist der Mitgliedsbeitrag, den du zahlen musst. Ja. Gut, ja. Machen wir weiter, würde ich sagen. Ja. Wir in Berlin wissen, dass Frieden... Üso. Okay, endlich mal was Schönes für dich. Es geht eine Minute. Warte, jetzt muss ich mich hart outen. Büso steht für was? Bürgersolidarität, war es, glaube ich. Okay, okay. Ja. Gut. Was haben wir hier im Hintergrund? Eieiei. Globalistenkarten hier. Oh Gott, oh Gott. Ja, ja. Das ist doch so eine FDP-Karte. Na gut, hören wir ihn mal an. Wir in Berlin wissen, was friedliche Wiedervereinigung bedeutet. Und genau deshalb muss sich Berlin weltweit für Frieden und Entwicklung einsetzen. Der Ukraine-Konflikt darf nicht in einem Atomkrieg enden. Verhandlungen bringen Frieden, nicht Waffen. Wir können auf Gas und Öl aus Russland nicht verzichten. Schluss mit zerstörerischen Sanktionen. Berlin braucht auch endlich einen Entwicklungsschub. Massive Investitionen in die marode Infrastruktur, Straßen, Schienen und Wasserwege. Ein modernes Magnetbahnnetz kann uns auch endlich ins 21. Jahrhundert bringen. Sichere Energieversorgung mit Kernenergie und Kernfusion, kein Pokerspiel mit der Natur um Sonne und Wind. Ein modernes Gesundheitswesen mit gut bezahlten Pflegekräften und damit tausende produktive Arbeitsplätze. Berlin muss wieder Kultur-, Forschungs- und Industriemetropole werden. Beleben wir unser humanistisches Menschenbild und unsere großartige klassische Kultur wieder. Denn zuerst kommen die Menschen. Wählen Sie Büsow. Ja, das war natürlich ein sehr kleiner Spot, also von der Produktion. Aber ich muss sagen, die Punkte haben mir alle sehr gut gefallen, die hier gebracht wurden. Und also, ich schließe mich dem erstmal an. Das ist das, was ich mir vorstelle von so einem Spot. Also, die haben ja auch ein bisschen ihre Punkte, die sie sozusagen deutschlandweit haben, runtergebetet und haben es dann aber geschafft, das irgendwie immer noch auf Berlin einzudampfen. Genau. Und genau so musst du das eigentlich machen. In meiner Welt, ja. Genau. Das sehe ich haargenauso. Also rein inhaltlich war das ein hervorragender Spot. Also und es war auch es war kein Spot, der mit animator.de gemacht wurde, sondern ein bisschen mehr Arbeit ist da schon reingeflossen. Ja, da ist nicht der viel, aber benutzt worden. <ja. lacht> Gott sei Dank hast du nicht Paint gesagt, sonst wäre echt rot angelaufen. Ja. Ihr müsst nämlich wissen, der gute Arti, der ist der Meister von Paint. Paint hat mich zum Studium gebracht, ja. Das hatte ich durchs Studium gebracht. So. Und du hast wahrscheinlich ein technisches Studium, möchte man dazu noch sagen. Oder Bachelorarbeit oder irgendwas in Paint geschrieben. Hast dann die Buchstaben dort gemalt einzeln. Die Bilder, die ich eingefügt habe, egal, das führt zu weit. Okay. Wollen wir vielleicht inhaltlich noch was sagen? Also ich fand hier auch spannend, dass sie hier das aktuelle Thema Ukraine-Krieg aufgebracht haben. Und dass man eine diplomatische Lösung soll. Ich fand es auch recht geschickt hier, diesen Nachgriff auf John F. Kennedy. Weil ich bin ein Berliner, ja. Ja, das erstmal das. Und natürlich fiel damals in seine Zeit ja auch die Kuba-Krise, wo es ja eine ähnliche Position wie heute Russland und die Ukraine innehat. Ist ja mit USA und Kuba gewesen, als die Russen in Kuba diese Interkontinentalraketen stationiert haben. Und als es dann großen Stress gab und ähnlich ist es ja heute. Ich meine, klar, Russland sagt immer, wir wollen Ukraine entnazifizieren, aber letztlich geht es auch darum, dass die natürlich Angst davor haben, dass die NATO sich sehr hart ausbreitet mit der Ukraine Richtung Russland und dass dort dann vielleicht irgendwann Raketen stehen. Es ist eigentlich die Kuba-Krise im umgekehrten Vorzeichen. Ne? Also damals war man im Vorgarten der USA mit diesen Massenvernichtungswaffen letzten Endes. Und jetzt bahnt sich das unter Umständen halt in der Ukraine an. Ne? Genau. Damals, die Kuba-Krise war innerhalb von 2 Wochen gelöst und rein diplomatisch zum Glück. Es ist nicht zum Schlimmsten gekommen. Und es war haarscharf. Also dieser eine russische U-Boot-Kommandant zum Beispiel, der da fast aufs Rote. Genau, ich habe da erst vor kurzem wieder darüber gelesen. Der sich halt, also man muss dazu sagen, damals die U-Boot-Besatzung,
eigentlich fahrlässig. Die hatten die Möglichkeit bekommen, nach eigenem Ermessen sich zu verteidigen. Und ja, die waren mit Nuklearwaffen bestückt. Und irgendeiner, so ein Torpedoschütze, hat da wohl die Order bekommen, was abzuschießen, aber hat halt sich geweigert, weil er genau wusste, wie es passiert, also wie es ausgeht, meine ich. Ja. Dass es nicht dabei bleibt. Also, und das muss man dem Menschen da hoch anrechnen, dass er keine Grütze im Hirn hatte, sage ich mal, dass er ein bisschen weiter gedacht hat, was passiert denn danach, wenn ich jetzt diesen Schuss lossetze? Wer schießt denn dann zurück und wie geht's vielleicht meiner Familie zu Hause? Und ja, jetzt kommen wir hier in große Fahrweise, müssen wir uns auch heute fragen. Man muss ja auch bedenken, also damals waren Atomwaffen relativ neu, ne? Und dass er das schon so weit überblickt hat, dass, okay, selbst wenn ich das jetzt abschieße, die schießen irgendwie zurück und dann ist zu Hause da wirklich nicht bloß so ein Kanonenkugeleinschlag, sondern da ist ein bisschen mehr kaputt. Also, puh, wirklich Respekt an der Stelle. Ja, großer Respekt. Ich würde sagen, weil der Spot jetzt so gut angekommen ist, können wir kurz durchskippen. Ja, hier mit der Atombombenexplosion war natürlich harter Tobak, ne? Harter Tobak, aber du musst den Leuten, finde ich, so auch kommen. Also das so verdeutlichen. Skippen wir weiter, dann hatten wir das John F. Kennedy-Bild. Genau, diplomatische Lösung hieß es. Ölembargo ruiniert unser PCK. Das tut mir jetzt leid, das PCK, weiß ich nicht, wofür das steht, aber also da geht's halt um gegen die Embargos, das ist mir klar. Mhm. Das finde ich auch richtig und gut. Erstmal an unsere Wirtschaft denken und weniger darum, was das jetzt moralisch mit uns macht, mit wem wir verhandeln und so. Mhm. Weiter bitte. Brückenstadtbomben. Die Infrastruktur aufbauen. Also ja, das ist gerade in Berlin ein wirkliches Thema. Also das unbedingt. Da wird ja jetzt gerade die A100, ist es glaube ich, ausgebaut. Das ist eine der guten Stadtautobahnen meiner Erfahrung nach. Und das wird jetzt blockiert von links und grün. Ne? Also weil Autobahn ist böse und ich lasse die Leute lieber im Stau stehen, als dass da ein Kilometer mehr Autobahn ist. Ne? So, jetzt kommt der Punkt, der mir sehr gut gefallen hat und der leider auch so eine Träne im Auge hat, diese Magnetschwebebahn. Ja. Das ist so hart, da war Deutschland ja wirklich mal Führungskraft oder hat er mal die Führungsposition in diesem Forschungszweig Indus, ne? Das wusste ich gar nicht. Da sollte ja mal so eine Transrapid-Reststrecke vom Flughafen in München zur Innenstadt in München oder so. Und ich erinnere mich an die große Rede von Edmund Stoiber damals. Genau. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das war wirklich, da waren wir damals, ja, wann war das? 90er, Anfang 2000er, die Ecke. 2011. 2001 oder so war das. Da waren wir wirklich weltweit führend. Ne? Und dann haben wir diese Technologie für einen Apfel und ein Ei an China verkauft und jetzt fahren die dort mit, ich glaube, 300 Kilometer pro Stunde, 400 Kilometer pro Stunde fast durchs Land und hier ist gar nichts passiert. Nicht mal dieser eine Flughafen-Innenstadt Streckenteil ist geworden. Also. Ja, das ist schon sehr schwach. Gut, was gab es noch an Themen jetzt hier? Kernenergie, glaube ich, habe ich mir aufgeschrieben. Mhm. Finde ich auch natürlich sehr richtig. Pflegekräfte wurden noch angesprochen. Ja, also so halt als Übergangstechnologie, wobei jetzt, wo man die Uranstäbe halt so oft, ich sag's jetzt mal ganz böse, recyceln kann, kann das auch eine längere Übergangstechnologie sein. Meine Güte. Ne? Durch die Recycle-Form hat sich ja die Endlagergeschichte auch so ein bisschen erstmal in plus 1000 Jahre verschoben, ne? Ja. Also ich verstehe gar nicht, was die Grünen da noch rumheten. Und noch ist es so, dass die Kernkraftwerke sehr hohe Standards erfüllen, weltweit gesehen, also von der Sicherheit und so. Ne? Ja, unbedingt. Ich meine, unsere deutschen Kernkraftwerke haben viel höhere Standards, als wenn wir sagen, wir benutzen keine Kernkraftwerke, wir haben keine in Deutschland, tun aber am Ende trotzdem einfach den Strom von ausländischen Kernkraftwerken importieren, die vielleicht dann eben nicht unseren Standards entsprechen, die dann, was weiß ich, in Rumänien stehen oder keine Ahnung, also in Ländern, die einfach nicht unsere Standards erfüllen. Ich glaube, selbst in Frankreich haben die nicht unsere guten deutschen Ingenieursstandards. Also, das ist klar, ich bin auch dafür. Kernkraftwerke machen schon Sinn. Ich meine,
es ist nun mal, man sieht das an der Zerstörung, die Atombomben auslösen können, die setzen viel Energie frei, diese Technologie offensichtlich. Also da entsteht viel Wärme. Die können wir doch für uns nutzen. Ja, und analog dazu dann Kernfusion, ja, wie gesagt, also wir können gerne Kernkraftwerke nehmen, bis irgendwann mal in plus 30 Jahren dann die Kernfusion läuft. Ja. Ja. Aber na gut, das ist jetzt nicht so das Berlin-Ding letztendlich. Das erinnert mich immer an diese einen Grünen-Demo, wo dieser eine Typ mit Atomkraft ja bitte rumgelaufen ist und dann da umgesäbelt wurde. So, das weiß ich jetzt leider gar nicht, was du meinst. Ja. Dann kam ja noch Gesundheitssektor. Ja. Genau, Pflegekräfte. Und zum Schluss wurde noch angesprochen Kultur, Forschung, Industrie. Und wir sind auch im weitesten Sinne ein Kulturcast. Also wir beschäftigen uns ja neben hier mit Wahlspots auch mit Popkultur. Wir haben ja zum Beispiel Schlafstaffel geschaut und wollen demnächst noch ein Let's Play schauen oder Zeitungsprospekte, solche Sachen. Und sowas finde ich immer sehr gut, wenn die Leute nicht das Thema Kultur vergessen. Also, dass wir wieder eine gute deutsche Kultur brauchen. Wir brauchen nicht die urbane, die Hip-Hop-Partei. Wir brauchen gute deutsche Kunst. Klar, die kann jetzt nicht so sein wie früher, vor 300 Jahren, Goethe, Schiller. Das zieht bei den Leuten nicht mehr. Aber es muss jetzt auch nicht immer nur ausländisches Liedgut sein, zum Beispiel, was im Radio läuft. Und Goethe, Schiller waren ja zu ihrer Zeit auch letzten Endes Rebellen. Ja, also sicher, genau, und das meine ich. Also ich finde es halt. Das muss ich halt lustig, neu erfinden. Lustig, wenn manche Konservative sagen, ja, wir brauchen wieder nur Gedichte oder so. Es ist nun mal so, der Gedichtmarkt, der ist sehr klein, also Leute, die sich davon angesprochen fühlen. Aber es gibt ja eben viele andere Kunstformen, die man vielleicht heute bringen könnte. Vielleicht die deutsche Filmindustrie mehr fördern oder Serien und dann halt nicht nur Woken Bullshit, sondern. Ja. Wirklich wieder echte deutsche kulturelle Sachen. Keine Ahnung. Du weißt letztlich, was ich meine. Die Zuschauer wissen es auch. Ich hoffe zumindest, dass die Zuschauer das sind. Falls nicht, wählt die Urbane. Ja, genau. Ja. Ja. Und ich muss auch sagen, er wirkt halt auch authentisch tatsächlich. Ja? Jetzt zwar, ja, wenn wir das mal mit dem FDP-Mann von gerade eben vergleichen. Ja, ja er wirkt sehr authentisch. Ja. Gut. Wir sind schon jetzt bei haben wir ja wirklich dieser Kleinstpartei sehr, sehr viel Zeit eingeräumt, ja, aber eben. War also, erfrischend. Auch wenn ich sagen muss, die gräbt auch wieder die Stimmen ab. Ja, letztlich ja. Das die Schweine. Hier, 435 verlorene Stimmen. Okay, machen wir weiter. Oh Gott, jetzt kommt Facebook. Oh je, ich hoffe, das funktioniert. Das sind jetzt nämlich die Grünen, genau. Da musst du rechts unten den Ton anmachen. Die Grünen haben es nicht mal geschafft, auf YouTube einen Spot hochzuladen. Achso, auf Facebook, auf Zukunftstechnologie Facebook. Ja. Also die haben auch auf TikTok und so, ich habe aber keinen Account. Da war ich jetzt dankenswert auf Facebook gekommen. Das ist jetzt diese, ich sag mal, Hauptkandidatin. Wir werden es gleich hören. Berlin ist komisch. Ich bin gespannt. Es ist Zeit, dass sich etwas ändert. Wir müssen Berlin zum Laufen bringen und dabei die richtige Richtung einschlagen. Mit Weitblick und mit Entschlossenheit vorangehen und die Stadt mit neuer Kraft regieren. Wichtig ist, dass wir auf diesem Weg alle mitnehmen und gerechte Chancen für jedes Kind schaffen. Ich will, dass sich jeder Mensch in dieser Stadt leisten kann, hier zu wohnen und dass wir überall konsequent fürs Klima kämpfen. Es ist Zeit, Berlin grün und gerecht zu machen. Ich bin Bettina Jarasch und das ist mein Ziel als regierende Bürgermeisterin. Gemeinsam, grün und gerecht. Am 12. Februar grün wählen. Ja, fang du mal an. Ich weiß nicht, ob du stumm bist. Ja, erstmal 10 Pluspunkte für die abgedatete Pride Flag, die im Fenster da hing. So muss das. Ja. Also ich bin sprachlos. Das tut mir leid. Ja, da war irgendwie alles drin. So. Berlin zum Laufen bringen, ja. Was ich da lustig fand, also erstmal
bevor wir jetzt vielleicht zum Inhaltlichen kommen, was mir erstmal natürlich aufgefallen ist, ja. Der Spotty ist wahnsinnig gut gemacht. Also der hat einen extrem hohen Produktionswert. Also da, die haben sich hier richtig Mühe gegeben. Am 12.02. die hatten ja, hier Drohnenaufnahmen, ja. Die hatten hier schöne gut ausgeleuchtet, ja. Und gut alles nachbearbeitet hier. Also hier sieht man es definitiv, dass nachbearbeitet wurde. Das ist klar, zu hell und perfekt alles, ja. Ja, und das ist auch so ein Ding, was ich immer mit den Grünen in Verbindung bringe. Das ist halt letztlich gutes Marketing. Mhm. Also die wissen einfach, wie man sich vermarktet und deswegen schneiden die auch gut ab. Also die haben gute Optics. Das muss man leider nur mal so sagen. Ja, jetzt zum Inhaltlichen. Ich habe mir so ein, zwei Punkte aufgeschrieben. Ich musste erstmal ein bisschen lachen, als dieses Fahrrad vorbeifuhr. Und solche Sachen sind ja nicht zufällig ausgewählt. Und natürlich ist an dem Fahrrad eine Ukraine-Flagge hinten dran. Also, Das habe ich gar nicht mitbekommen. Wann ist das passiert? Ja, lass mal ab hier laufen. Hier, ja, irgendwie? Das kommt dann gleich. Ja, weiter. Es kommt dann gleich, es kommt jetzt gleich. Ja, jetzt gleich. Ja, jetzt gleich. Ja. Da ist es. Okay, holy shit. Und wie, ist das ein E-Bike? Oh nee, ist ein ganz normales. Ja, ist normales, ja. Ja, aber wie gesagt, solche Bilder sind ja nicht zufällig ausgewählt. Das stimmt. Und also, das mit dem nicht zufällig ist hier, wo die diese Solarzelle da durch die Kante tragen, ne? Ja, natürlich. Das war sehr offensichtlich, ja. Genau, und die drei Kinder, die da lang liefen, das hat mich ein bisschen überrascht, waren alles deutsche Kinder. Also, stimmt, die waren alle weiß, ja. Ja. Aber das kommt ja noch irgendwo. Die kamen später. Hier. Ja, hier. Ich nehm's zurück. Da ist Melchior oder... Kasper. Kasper, bald ist er Melchior. Einer von denen war der Schwarz. Ne? Oh Gott. Aber, es hätten ja mindestens zwei von drei, ne? Und, ja, also und das Weißbrot bitte hinten. Also genau. Da ist ein kleiner Produktionsfehler passiert. Also, und das ist ja auch gar nicht paritätisch, das sind ja nur Mädchen auf dem Bild. Weiß man das heutzutage? Ja, das ist vielleicht eine junge Transfrau hier anwesend. Ja. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Die regieren doch schon in Berlin, oder? Bin ich jetzt blöde? Ist doch rot-rot-grün bei denen. Das ist doch der rot-rot-grüne Senat. Ja, stimmt. Also, das hatte ich ja schon mal gesagt bei der SPD, glaube ich. Die tun so, als wären die nicht an der Macht gewesen die letzten Jahre und wollen das in Zukunft alles besser machen. Aber ihr hattet doch eure Chance. Mehrfach. Ja. Und nur weil du jetzt hier durch die Kante joggst, also... Naja. Ja, ja, keine Ahnung, was soll man dazu noch weiter sagen? Mustafa, ja. Ja, jetzt, dann kam die Breitflagge. Ich versuche die Breitflagge zu erstellen, glaube schon zu spät. Ich muss dazu sagen, ab hier hat dann bei mir das Bild gestockt. Also ich habe dann nur noch das Ende gesehen, aber macht nichts. Ich habe wahrscheinlich nicht so viel verpasst. Ich kann ja nochmal abspielen, oder? Nee. Ich meine, oder kam jetzt hier noch was Wichtiges? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee. Ich habe dann noch am Ende gesehen, wie sie gelächelt hat. Was mir eigentlich aufgefallen ist an dem Spot, dass er relativ inhaltlich erstmal relativ nichtssagend war. Also es war hier so sehr heile Welt und wir müssen was besser machen. Und das ist auch für mich so ein ganz typisches Grün-Ding, sich möglichst von harten Sachthemen fernhalten, weil man da womöglich wenig Ahnung hat oder weil man vielleicht für Sachen einsteht, die der Bürger gar nicht will und einfach so Allgemeinplätze ranbringen. So zum Beispiel, wir sind für die Natur, wir sind für die Umwelt, weil da ist ja jeder dafür so. Ja, nein, also zum einen will man wenig Leute verprellen, möglichst, ja, genau. je unkonkreter man ist. Und was jetzt so meine Beobachtung ist, wenn sie nicht an der Macht sind, dann werden sie sehr konkret, was schief läuft. Ja, dann sagen sie, im Wald XY wurden Giftfässer gefunden, nicht mit uns und wir werden die Täter jagen, oder? Ja, sehr konstruiert jetzt. Okay. Aber wenn sie dann an der Macht sind, dann müsste man ja Farbe bekennen und dann macht man es, wie du schon sagtest, sehr, sehr allgemein. Ja, also so eine Wohlfühlstimmung erzeugen. Ja. Sonst müsste man ja wirklich sagen, ist blöd gelaufen, wir haben jetzt noch nicht alle Wohnungen gebaut, die wir bauen wollten oder was weiß ich, die Parks, die wir schaffen wollten für das Mikroklima in der Stadt, ist irgendwie noch nicht geworden in den letzten
50 Jahren. Das wäre ja blöd, ne? Nee, was ich halt sagen muss, oder sagen will an dem Spot, der ist halt irgendwo boomerfreundlich. Also diese ganzen verrückten Ideen, die die Grünen ja oft haben, also irgendwelche Toiletten für Männer und Frauen oder was weiß ich, dass dann im Görlitzer Park Drogendealer nicht bestraft werden und dass das eine normale Zone ist für Drogendealer, wisse, dass sie dort gar nicht verfolgt werden. All solche Sachen, normale die Zone. Gelangen immer wenig an die Öffentlichkeit. Also die werden immer wenig gesagt, die spart man aus. Aber sie machen schon so ein bisschen, Virtual Signaling zu ihrer Klientel, wie mit der Pride Flag und der Ukraine-Geschichte da. Also es schimmert immer wieder so durch. Es schimmert so durch, ja. Ich gucke jetzt gerade mal, ob ich hier noch irgendwie... Guck dir auch hier zum Beispiel an, auf der Seite, die Bilder, also die... Guck mal hier das Bild von ihr rechts unten. Sieht man... Das ist ja wahnsinnig gut geschossen. Auch das in der Mitte hier. Kommt zum Wahlkampfcamp. Jetzt lese ich hier schon wieder Drachenlaute, aber die Schrift ist so klein. ja, das ist alles marketingmäßig ganz groß. Also, was das angeht, haben die es nun mal drauf. Die wissen, wie man sich verkauft. Da bin ich bei dir. Also, naja, die Baerbock hat doch hier ihre 7.000 Euro Visagistin oder was es ist, ne? Also, 7.000 pro Monat dann aber, oder? Also, ja, ja. Das ja, sind ja. Auch, na, also, was ist das für eine Frage? Genau. Und der Habeck hat ja auch seinen Fotografen, der, was weiß ich, ich glaube 400.000 Euro im Jahr kostet, irgendwie sowas. Und da werden die schon auch ein gutes Produktionsteam haben, was sie sich da gönnen, ne? Unbedingt. Also die wissen schon um die Macht der Bilder, das muss man einfach mal zugestehen. Ja. Also die sind einen weiten Weg von diesen ersten, weiß nicht, kennst du diesen ersten Werbespot, den die geschaltet haben damals in den 80ern mit dem Kernkraftwerk? Nee, tatsächlich nicht. Klingt aber sehr lustig. Ja. Papa, warum sind die Fische tot? Wegen dem Kernkraftwerk. Oh. Und jetzt sind sie halt hier, also die sind wirklich hart professionalisiert und ja. Genau. Deswegen, ja, wählt lieber die ÖLPD oder wie sie hieß. Ja. Wenn ihr auf authentische Leute steht. ÖDP. Ja, genau. Oder die Klimaliste Berlin. Genau, Klimaliste, die waren's, ja. Wenn ihr auf authentische Leute steht, weil das ist ja hier alles Fake, das ist alles... Genau. Hinter Puder versteckt und ausgeleuchtet sein. Ja. Das ist nicht Fake-Grün. Gut, was kommt jetzt? Mal schauen. Lass uns überraschen. Der Vergleich. Ach so, den hat man schon. Das hat man schon. Okay. Okay. Ach, na, auch gut. Ich meine, wir sind schon bei 50. Das ist Minuten. Jetzt dieser Kooperationsspot hier. Ja, ja. Ach so, Mieterpartei und Piraten. Genau. Bergpartei, na, das hat man schon, ja. Gut. Dann. Jetzt kommt. Ah, die Basis. Ach, wieder solche Stimmabgrabbar. So, die Basis Moment. Berlin. Ich kann ja nicht Vollbild machen, oder? Mal akzeptieren. Wenn du doppelklickst vielleicht. Das ist ein Scheiß, oder? Was ist denn das hier? Bild in Bild. Ja, komm, wir machen das jetzt. Ja, gut, machen wir ganz professionell, liebe Zuschauer. Wir zoomen ran an das Video. Dann machen wir es so, Hauptsache man hört's. Wahrscheinlich passiert auch nicht viel in dem Spot, wenn man nicht groß machen kann. Ja. Es kann ja nicht. Was ist das für eine Webseite? Es tut mir leid. Es spricht für die Basis. Jetzt hör doch mal auf zu suchen. Ah ja, mach er. Ah, fuck. Ah. Hat doch was gebracht, siehst du.
Soll ich da an Fairness halber nochmal kurz die ersten Sekunden durchjagen? Nein. Okay. Ganz ehrlich, ich denke, wir haben hier nichts verpasst. Also, entweder. Würde ich sogar widersprechen wollen, tatsächlich. Aber okay, mach du erstmal deine Punkte. Nee. Ich wollte nämlich gerade darauf eingehen, was hier nicht gezeigt wurde. Und zwar ist die Basis ja eigentlich eine Partei, die ich nur kenne durch das Thema Corona. Und das kam hier nicht, aber vielleicht kam es tatsächlich am Anfang. Vielleicht machen wir doch nochmal die ersten paar Sekunden. Okay. Das ist zu nah angesucht, aber gut, wir lassen es denn. Das ist Vollbild. Na gut, vielleicht. Ja, es ist abgeschnitten. Nein! Warte, stopp! Wo ist rechts es? Um. Ah, Gott. Wir verstehen dich. Nee, alles. Okay, stopp. Ja, das haben wir dann gesehen. Ist gut, ja. Okay, also können wir konstatieren, das Thema Corona kommt hier tatsächlich nicht vor. Ist ja auch vorbei. Muss man ja, und das wundert mich, dass die hier so schnell umgeschaltet haben. Also man hätte ja sagen können, jetzt Corona-Leid aufarbeiten. Naja, vielleicht wegen Berlin vielleicht. Also in Berlin Corona-kritisch zu sein, das ist halt wirklich die Minderheitenmeinung schlechthin. Das ist ja das Thema der Basis, zumindest ist sie mir nur dadurch ein Begriff. Also ich kenne sie halt als die Partei von Wolfgang Wodak, der war ja ehemals Bundestagsabgeordneter der SDPD und war ja sehr impfkritisch, sehr maßnahmenkritisch und hat dann für die Basis getrommelt. Und nur deswegen kenne ich die Partei überhaupt. Na, ich kenne ja, halt so ein, zwei Leute von den, wo ich spazieren war. Und dann andere Spaziergänger auszusehen getroffen habe. Und da waren halt öfters so Basisleute dabei. Ja. Ah ja. Ja, die haben auch gar nicht so wenig Prozente gehabt bei der Wahl. Also ich glaube, 1% oder so war schon immerhin drin. Für so eine Kleinstpartei ist das schon nicht so wenig. Oder 2. Du weißt, was ich meine, so in der großen Ordnung. Für den ersten Versuch auf jeden Fall gut. Ja, genau. Ja, gut, aber der Rest hier habe ich das Gefühl, ein bisschen beliebig. Echt jetzt? Also das fand ich ja wiederum gar nicht. Also für mich hatten die hier relativ, hier kommen ja die vier Grundsäulen des Islam, der Basis, Entschuldigung. und das hat sich so ein bisschen abgehoben von den anderen, fand ich. Also okay, dann, klar, es war so. Bitte noch. Ich hab also ja, gut, schon gut. Freiheit. Dies, ja eben, das meine ich. Ja. Aber hier Machtbegrenzung fand ich erstmal so, okay, klingt jetzt nicht verkehrt. Geh ich mit, ja. Achtsamkeit, das meine ich. Ist natürlich relativ, ist eine Phrase, ja, aber das habe ich bis jetzt nur von diesem Guru mit deiner Lieblingsfarbe vorhin gehört. Ja, kannst du dich noch erinnern? Ja, natürlich, ja. Und das fand ich auch noch interessant mit der Schwarmintelligenz. Also, ich halte jetzt nicht so viel davon. Naja, dass die Masse, oh Gott, wie kürze ich das jetzt ab? Ich weiß natürlich, was Schwarmintelligenz bedeutet, aber ich meine, was ist das hier für eine konkrete politische Forderung? Das müsste man jetzt bei denen nachlesen, da gibt es ja verschiedenste Ansätze. Vor allem Ansätze, Schwarmintelligenz, das würde ja da, also so interpretiere ich das, dass man sagt, naja, was die Mehrheit sagt, das wird schon stimmen. Und genau das haben wir bei Corona zum Beispiel gemerkt, das ist ja Schwachsinn. Nur weil alle Leute sagen, ja, wir müssen Maske tragen, das hilft, bringt es das nicht. Oder wir müssen uns jetzt alle impfen. Na, Schwarmintelligenz funktioniert halt dann, wenn du objektive Informationen zur Schau gestellt kriegst, was bei Corona nicht der Fall war zum Beispiel. Ja, ja? Was eigentlich nie der Fall ist. Bei genau, aber gerade sagen, perfekten Welt. Und das macht die Sache dann wieder schwierig, ne? Also, ja. Das heißt, du musst die Leute, die du aus diesem Schwarm auswählst, wirklich immer ziemlich oft neu mischen, ne? Ja. Dass du das minimieren kannst, diesen Fehler. Und natürlich auch den, ja, das immer wieder bei diesem Machtbegrenzungsding, also man müsste die Medien halt auch begrenzen. Ich glaube, Schatti hatte da mal einen schönen Ansatz gebracht. Du nimmst hier einen extrem rechten und einen extrem linken und die sollen halt einen Artikel über Thema X schreiben zusammen. Ja, okay. Ja? Und der Artikel wird halt nur dann gedruckt, wenn die sich sozusagen einigen können.
Ah, ja? Okay, ich verstehe. Und nur dann, wenn die sich einigen können, kriegen die auch Geld dafür. Ne? Also die haben sozusagen eine Motivation, irgendwie was, naja, letztendlich Neutrales zu schreiben. Ja. Zu schreiben, ne? Genau, was ja. auch ohne Einfärbung, weil wenn es eine Einfärbung hätte, würde der andere sagen, was schreibst du für eine Scheiße? Natürlich stimmt das nicht. Ja. Das ist ein geiler Vorschlag. Ich weiß zwar nicht, wie man das wirklich umsetzen kann, ohne dass Blut fließt dann. Ja. Aber prinzipiell wäre das ein Versuch sicher, zumindest sicher. Mal wert, meine Güte. Ne? Aber jetzt hier auf der in dem Video, ja, Schwarmintelligenz bringt mir halt nichts als politische Forderung. Es ist zumindest eine Forderung, die jetzt so bei den anderen noch nicht gefallen ist. Ja, es ist natürlich ein Schlagwort, klar. Es ist ein Begriff, ein Begriff, der noch nicht gefallen ist, aber eine Forderung kann ich hier beim besten Willen nicht erkennen. Also, was ich hier erkennen würde, ist, you will eat the bugs, aber... Ja, genau. Ja, fress die Bienen, die sind noch länger. Honig. Ja, gut. Hast du noch was dazu sagen? Das, was ich, glaube ich, jetzt gefühlt viel zu oft gesagt habe, die gräbt auch die Stimmen ab. Ja, ein bisschen schon, ja. Aber ich glaube, die Zeit dieser Partei ist jetzt auch langsam vorbei. Also mit der wird es jetzt auch bald vorbei sein. Also wir hatten das ja schon mehrfach angesprochen, eine Partei hat ihren Moment und wenn der Moment da ist, dann besteht eine Chance, dass die Partei groß wird, aber wenn der Moment vorbei ist, dann wird es meistens nicht mehr. Und dieser Moment mit Corona, der ist jetzt nur für die Basis vorbei und ich denke, damit ist die Geschichte dieser Partei beendet auf der größeren politischen Bühne. Ich meine, sie haben ja versucht, sich so ein bisschen neu zu erfinden, themenmäßig, ne? Na hier, das waren doch alles so Sachen hier und diese vier Säulen, das hat ja nichts mit Corona zu tun. Ne? Aber zum Beispiel so eine Forderung wie, was weiß ich, Corona-Zwischenfälle aufarbeiten oder irgend sowas oder Corona-Historie. Genau, das hat mir gefehlt einfach. Das hätte hier noch reingemusst. Die hatten hier irgendwo, das hier, genau, wer heilt, hat recht, aber das ist doch so ein anthroposophischer Ansatz, oder? Ja, das, total. Ne? Das hat jetzt nichts mit Corona zu tun. Den Spruch gab es schon vorher. Also unbefriedigend irgendwie, ne? Unbefriedigend, richtig. Und ich denke auch, die Leute, die ich da getroffen habe, die sehen das letzten Endes ähnlich. Also wenn ich denen jetzt diesen Spot zeige, ohne die Partei zu nennen, würden die nicht sagen, ach, das ist doch die Basis, ne? Eben. Das meine ich mit beliebig. Also man weiß nicht, von wem das hier so kommt und ja. Ich bin damit durch. Ja, ich auch. Und ja, liebe Leute, da sind wir beim Finale. Und die aufgepasst haben, werden festgestellt haben, wir sind ja alphabetisch von hinten losgegangen. Also bleibt da jetzt nur noch der Erzbösewicht zum Ende. Wie sich das gehört. Ich hoffe, dass der Link geht. Was ist? Ja. In dem Sinne. Warte, gerecht. Geil. Viel Spaß. Avocado, Leute. Was ist nochmal die Definition von Wahnsinn? Viele sagen ja mittlerweile, Berlin. Immer das Gleiche zu wählen und Besserung zu erwarten, das ist Wahnsinn. Seit mehr als 30 Jahren regieren in Berlin SPD oder CDU mit Linken oder Grünen. Was ist denn wirklich besser geworden in der Zeit? Der Senat hat nur noch Antworten auf Fragen, die keiner gestellt hat. Während sich immer mehr Berliner fragen, wie sie Strom oder Miete noch bezahlen sollen. Und CDU und FDP machen auch nur linke Politik. Wer hat denn die Grenze geöffnet? Silvester hat gezeigt, was das aus unserer Stadt macht. Ein Krisengebiet. Wir Berliner müssen jetzt ganz laut Stopp rufen. Und damit das jeder hört, müssen wir dieses Mal was anderes wählen. Am 12. Februar die Alternative wählen. Die Alternative für Berlin. Jetzt erst recht. Ey. Also was fang, ich erstmal sagen mal an, muss, ja, wie bitte? Fang du mal an. Ja, was ich erstmal sagen muss, was ich total geil fand, die Musik. Also so Cyberpunk-Musik stehe ich ja total drauf, so Dark Synth-mäßig. Das hat mir erstmal gut gefallen, das habe ich irgendwie noch nie so bei einer politischen Partei gehört. Und es passt ja auch zu Berlin, was ja schon irgendwie so ein abgefucktes Moloch ist, wie in der Cyberpunk-Welt. Ja, und die Punkte, die sie hier gebracht hat, fand ich ganz groß, also ganz stark, dass sie
sie hat es geschafft, finde ich, den Kern der AfD zu treffen oder das, was die AfD ja am interessantesten macht, dass sie eben eine Alternative ist, dass sie eben nicht denselben Müll macht wie die ganzen anderen Parteien. Und sie hat das auch richtig gesagt, dass immer SPD mit CDU und Linken und Grünen, also immer die großen Parteien regiert haben oder FDP, wie immer, aber es hat sich ja nie was geändert. Ja, dass die Probleme, die die angehen, so Nonsensprobleme sind. Also da wurde zum Beispiel dieses Missoir eingeblendet, also so ein Pissoir für Frauen. Also das lehnen ja nun mal die meisten Leute ab oder finden es unsinnig, nicht eingeschlossen. Ja, und auch diese schöne, prägnante Frage, wer hat denn die Grenzen geöffnet? Und dann wird diese Moschee eingeblendet. Also das hat mir alles sehr gut gefallen. Hervorragend. Man kann es vor allen Dingen hier viel mehr abkaufen, dass man irgendwelche Fehler ankreidet, weil man halt wirklich nicht an der Macht gewesen ist. Ne? Also unbedingt, wenn das wie diese Grüne vorhin da so macht, wie gesagt, du warst an der Macht, was hast du getan? Und hier ist es halt so, wir waren noch nicht an der Macht, aber wir werden es besser machen. Ja, ja. Also ganz grundsätzlich muss ich sagen, neben dem von Volt und dem Spot von der Linken ist das auch einer der sehr, sehr guten. Ne? Ja, das waren jetzt, glaube ich, so die Top 3 davon. Ne? Die Grünen würde ich da aber auch hervorheben. Ja, die Grünen aber halt auch nur, weil sie es mit Geld beschmeißen. Ne? Ja, sicherlich. Ja. Ach so, du meinst inhaltlich? So gesamt. Inhaltlich, Schnitte. Ja. Ne? Bei den Grünen ist natürlich das Drumherum, die Ausleuchtung und so ist sehr gut, aber das Gesamtpaket überzeugt mich halt absolut nicht. Ja. Und man muss dazu sagen, klar, bei der Linken oder so hat mich das, obwohl die auch an der Macht waren, mehr überzeugt tatsächlich. Ja. Ansonsten jetzt. Ja. jetzt will ich aber mal. Muss dazu sagen, klar sind wir irgendwo parteiisch. Ich meine, wir sind jetzt hier ein unparteiischer Podcast. Ihr merkt das, wir sind natürlich AfD-Wähler, wir finden die gut. Aber klar, man muss hier einfach anerkennen, der Spot ist wirklich gut gemacht. Also, was das Produktionslevel angeht, die Messages, die hier kommen, also wie die verpackt sind, wie die rübergebracht werden, das ist echt groß. Finde ich super. Sie haben sich auch, finde ich, angenehm dreist an diesem Lindner-Effekt mit diesem Schwarz-Weiß bedient und den Cuts, also die Cuts, die zum Beat passen, das war richtig gut. Also das hätte man, das kam, ich stelle es mir auch schon auf TikTok gut vor. Das läuft da bestimmt ganz gut hoch und runter. Und ne? Da würde mich interessieren, wie du das siehst, aber das fand ich hier an dem Spot gerade gut, dass sie hier nicht angefangen haben, so kleine, konkrete Maßnahmen zu benennen, weil das ist halt Zeitverschwendung, sondern sich eher auf dieses große Gefühl festgelegt haben, naja, die Politik, die aktuell läuft, die ist Schwachsinn. Also klar, es wurde das Thema Migration angesprochen, sowas, aber es kam jetzt hier nicht wie, ja, wir wollen Verkehrspolitik und 9-Euro-Ticket dafür und hier und da, sondern es ging so um dieses große Ganze. Und für die kleinen Punkte wurde jetzt hier keine Zeit verschwendet. Verstehe, was du meinst. Also es ist ein anderer Ansatz bei so einem Wahlwerbespot, der funktionieren kann. Aber der funktioniert halt hier nur, weil die AfD halt im Bund und Land auch schon da ist. Ne? Also wenn die Tierschutzpartei sowas fahren würde, das würde ich dir nicht abkaufen, weil sie halt keine politische Macht hat. Die AfD halt schon. Also wenn es gut läuft, dann ist sie in Thüringen irgendwie in der Regierung demnächst. Ich glaube es zwar nicht, aber Optimismus darf man da haben. Ja, und dann Vorteil bewirkt ist man was. Bei der AfD, die Leute wissen, wofür die AfD steht, weil ich meine, über die das wird ja Böse. Den ganzen Tag über die wird ja den ganzen Tag berichtet. Natürlich wird über die schlecht berichtet, aber trotzdem wissen die Leute, wofür die Partei steht. Also zum Beispiel gegen Migration, solche Sachen. Also da müssen die das in dem Sinne jetzt hier nicht haarklein ausdeklinieren. Wie gesagt, sie haben ja das Privileg, dass sie nicht an der Macht sind. Das heißt, sie können schön den Finger in die Wunde legen. Ja. Und das ist natürlich in so einem Minutenspot ist das Gold wert. Ne? Und Berlin bietet so viel Angriffsfläche. Sie hat es ja wirklich auf den Punkt gebracht. Was ist denn besser geworden? Das impliziert ja erstmal, genau, die Antwort kommt ja sofort unbewusst hoch, gar nichts. Ja, was denn, ja? Ja. Und ich denke mal, für den Berliner, der bis jetzt immer normal, in Anführungsstrichen, gewählt hat, also das normale Elend, wenn es irgend so ein Schlüsselereignis gibt, wie, keine Ahnung, sagen wir es mal die Silvesternacht letztens, weil es gerade so gut passt, ne?
Und keine Ahnung, sein Auto ist mit so einem Böller beschossen worden, die Scheibe, und dann ist drin alles abgefackelt. Vielleicht ist das so ein Aha-Moment, und dann überlegt er sich, okay, was könnte ich anders machen jetzt politisch? Und dann kommt er vielleicht irgendwann zu dem Schluss, ich habe jetzt mal alles durchprobiert über die letzten 40 Jahre. Ja, mein mühsam abgesparter Kleinwagen ist hin. Was könnte ich mal machen, was wirklich Aussicht auf Erfolg hat? Also nicht so eine scheiß Kleinstpartei, sondern was hat wirklich Schlagkraft, was hat Punch, um das jetzt mal so zu benutzen. Ja. Und ja, damit dann bleibt halt diese eine Partei übrig. Genau, und damit es aber zu diesem Gedankengang kommt, habe ich das Gefühl, braucht es leider wirklich Schmerzen bei vielen Normis. Also da muss erstmal sowas passieren, damit sich der Normi denkt, vielleicht haben die ja doch recht irgendwo. Also dann erst setzt so langsam dieses Umdenken ein, dieser sogenannte Red Pill-Moment. Also so gesehen stehen der AfD Berlin goldene Zeiten bevor. Also ja. Da wird es an Red Pill-Momenten nicht mangeln in den das nächsten stimmt. 5 Jahren. Das stimmt, aber man muss natürlich dazu sagen, die Gegenseite wird ja auch demografisch immer stärker, indem sich die Migranten einfach vermehren. Ja gut, aber es trifft ja mittlerweile auch die, ich sag mal, älteren Migranten, die sozusagen noch Deutsch sprechen können. Ja. Ja gut, ja. Die sind also teilweise natürlich auch Klientel für der AfD, Der betuchtere Deutsch, Entschuldigung, der zieht natürlich in die außengelegenen Stadtteile, in die gated communities und ja. Und wenn das nicht hilft, nach Potsdam. Mhm. Das ist ja die. Na egal. Ja, also, aber ja, Berlin ist trotzdem lost, aber es kann ja letzten Endes wie so eine Art, Ausstellungsstück für den Rest der Republik dienen. Guck mal, da geht's hin, wenn wir nichts machen, ne? Ja, du hast mal gesagt, Berlin ist so das Brennglas für Deutschland. Das trifft's schon. Es brennt ja wirklich, also. Ja, da brennt es wirklich. Ja, also Mensch, ich fand es Wort sehr gut. Mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen. Ja, also hier steht ja was, ne? Also falls jetzt ein Berliner zuguckt, ne? Jetzt erst recht. Mehr Werbung kann ich hier nicht machen mit meinen bescheidenen Mitteln. Ja. Ich meine, überleg mal, was das für ein Paukenschlag wäre, wenn die da irgendwie in Berlin 20% holen täten. Du kriegst die Zeitung nicht mehr zu. Ja. Da wären Demos, riesige Demos nachher am Start. Ja, Berlin wird rechts und wir sind gegen Nazis in unseren Kiezen und was nicht. Was mir gerade einfällt, sag mal hier, der Gunnar Lindemann. Ja. Der war doch Berlin-Marzahn. Wieso gibt es denn da keinen Spot? Macht der nur Flyer-Werbung und macht keine Videos? Ich glaube, der macht tatsächlich nur Flyer-Werbung. Also, aber Kochvideos, dafür hat er Zeit. Ja, ach so. So eine Scheiße aber. Ja, ich muss da gucken, Wahlwerbung. Gunnar Lindemann. Weil die gute Dame kannte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Nee, ich auch nicht. Ich dachte auch immer, in Berlin ist der Georg Paderewski der Spitzenkandidat. Also das ist meines Wissens, ich muss das nochmal googeln, ich dachte, das war der Vorsitzende der AfD. Aber sie ist auf jeden Fall gut fotogen, finde ich. Also zumindest schwarz-weiß. Wie es jetzt in Farbe aussieht, weiß ich gar nicht. Ist hier ob irgendwas? Hier ist Farbe. Ja, doch, ist okay. Das ist schon gut. Denkst du, sie hat das Potenzial, auch einen Normie anzusprechen? Ja, schaust du dir ja an. Boomer-Faktor? Das ist schon, also, ich will jetzt nicht sagen eine hübsche, aber eine hübsche. Okay. Ja. Hier wird nicht gesimmt, das will ich aber nochmal sagen. Okay. Lass das mal also, so stehen. Ich sag mal so, sie achtet auf sich, ne? Ja, natürlich. Sagen wir es mal ganz diplomatisch. Ja, ja unverfänglich. Natürlich. Ja, klar. Also ich meine, der Spot heißt ja hart, aber gerecht. Ja, okay. Etwas führt zu weit. Da muss man ja auch mal ins Gericht gehen.
Was ist das eigentlich? Aber das Foto ist natürlich, also das ist Berlin. Das ist geil. Ist das jetzt hier nach der Silvesternacht gewesen oder ist das so ein Elektrobus, der ausgebrannt ist? Nee, das ist, glaube ich, dieser eine Bus, der da mit Böllern beschossen wurde unter kurz vor dieser Brücke da oder so. Ah ja. Das ist ein richtig krasses Bild. Dieser Elektrobus, der verbrannt, das ist irgendwo anders gewesen, in Hannover oder irgendwo, keine Ahnung. So ein dystopisches Bild, dazu halt diese coole Cyberpunk-Musik, das hat halt für mich auch gepasst, das fand ich geil. Ja. Hast du irgendwas gefunden zum Lindemann, oder ist der unterm Rabau? Nee, habe ich jetzt keinen Spot gefunden. Oh, hier ist er auch lustig. Silvestermob schießt auf unsere Polizisten. Ja, aber hier, lest mal hier, fehlende Corona-Impfung, Hertha Star darf nicht in die USA. Also. Okay. Oder hier, Klaze. Nur schlimme Meldungen. Das sind ja nur schlimme Meldungen aus Berlin. Mhm. Was ist das? BSZ ist das, glaube ich. BZ, die Berliner Zeitung. Die Stimme Berlins. Okay, ich habe gedacht, die haben sozusagen die Bild-Zeitung nachgemacht. Nee, das ist nicht mal eine Fake-Zeitung, das sind echte Meldungen. Okay, krass. Ich habe wirklich gedacht, die haben das aus dem Arsch gezogen. Ja, ist ja cool. Die ganze Scheiße ist allein am 3. Januar 2023 passiert. Also, das ist geil. Da haben sie sich ein echt schönes Titelblatt hier ausgesucht, was das mal so ein bisschen rüberbringt. Also schon allein dieser große Schriftzug Silvestermob schießt, das hat man ja am Vorbeigehen, kann man das schon gut lesen. Ja. Das ist also die neue Bild-Zeitung. Ja. Naja, ich glaube, die ist älter wahrscheinlich sogar als die Bild. Ich weiß nicht. Ja, puh. Also ich denke, damit sind wir jetzt durch mit allen Parteien, die wir hatten. Oder genau. Gefunden haben. Ja, ich denke, welche Partei uns am besten gefällt, sollte klar sein. Aber folgt eurem Herzen, Zwinker, Zwinker. Folgt eurem Herzen, genau. Gut. Nee, ernsthaft, also falls irgendein Berliner zuhört, der sich nicht sicher ist, nimm dir mal eine Stunde und geh mal in dich, was du willst und dann... Ja, Klimaliste Berlin. Was hat sich denn wirklich verbessert für dich? Ja, genau. Denn aller Wahrscheinlichkeit nach bist du ein scheiß Weißbrot, wenn du hier zuhörst. Und wenn du jung bist, dann kannst du vielleicht einmal die FDP wählen, aber dann wirklich nur einmal. Ja. Aber wir sagen dir gleich, das ist ein Fehler, das ist verschenkt. Wähl lieber gleich die AfD. Ja, es ist wie das Arschgeweih-Tattoo früher. Das hat man auch einmal gemacht und das war ein Fehler. Ja, das ist nicht gut, glaubst du. So, jetzt aber genug Schabernack. Ja, Mensch, Tom, war lustig. Jetzt, du hast es vorhin kurz gespoilert. Was holen wir das nächste Mal aus dem Beet raus? Das nächste Mal würde ich ja gern das Let's Play machen von Leons Identität. Ach, stimmt. Das ist ein Computerspiel, das wurde von dem Land Nordrhein-Westfalen herausgegeben und das beschäftigt sich mit der identitären Bewegung. Also da geht es darum, die IB so zu verteufeln. Und das können wir uns gerne mal anschauen gemeinsam. Das wird lustig. Das wird das erste Let's Play hier. Bin gespannt. Ja. Oh je. Ja. Aber wir sind ja beide, glaub ich, so eingefleischte Point-and-Click-Adventure-Typen. Ja, total. Aus Kindheitstagen. Also, was soll da schon schief gehen? Ich denke auch, das klappt. Ich meine, wenn es das Land NRW herausgebracht hat, dann wird es auch für uns zu schaffen sein. Aber ich bin so überrascht, hat in Österreich, wo die IB eigentlich herkommt, nicht sowas gemacht? Also, ist irgendwie weiß komisch, ich nicht, ne? Aber das kann uns ja egal sein, uns geht es ja um Deutschland. Ja, also wenn, dann hätte ich das richtige Original gern gespielt. Nein. IB Berlin, IB Wien sozusagen. Naja, das wäre dann eine Leons Identität, sondern Karls Identität, was weiß ich. Martins Identität. Wenn ich verstehe. Diesen Namen darfst du nicht sagen, den Vornamen darfst du noch, aber dann hört es auf. Glück gehabt. Der, dessen Name nicht genannt werden darf. Die Demodernisierung vermieden, ne? So. Lass uns das jetzt hier mal cutten. Ja. Also uns verabschieden. Mädels, Jungs, ihr wisst ja, das YouTube-Gebet. Amen. Und Amen. Ja, Tom, schönen Abend hier. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Genau, haut rein, Leute. Tschüss.